Ja, temperaturtechnisch bin ich sehr beeindruckt, was hier die Acetec 545 LC tatsächlich über die Bühne gebracht hat. Wir sind, wie bereits gesagt, bei um die. So Leute, nachdem wir letztes Mal einen kleinen Blick auf das Z390i geworfen haben und festgestellt haben, was für ein krankes Board das hier ist, trotz ITX-Formfaktor wird es nun langsam an der Zeit sein, den i9 9900K, ja, da ist er, als Tray-Variante entsprechend in das Board unterzubringen. Und ja, für alle, die es interessiert, so sieht eine Tray-CPU aus, wenn sie zu euch kommt. Relativ unspektakulär. Ja, i9 9900K, ganz normal, Base-Clock von 3,6 GHz, Boost-Clock auf einem bis zwei Kernen von 5 GHz und Boost auf All-Core sind 4,7 GHz, also genau dieselbe, ja, Geschwindigkeit, auf der ich auch den i7 7820X auf X299 getestet habe. Und ob dieser Prozessor hier tatsächlich da dran kommt, werden wir natürlich sehen. Eine Sache, die vielleicht den einen oder anderen von euch interessieren könnte, ist die Batch-Nummer, also die Nummer, die hier ganz unten dran steht. In diesem Fall ist das Ganze L830F001. So, wie liest man das Ganze? Also der erste Buchstabe hier an der Stelle steht immer für das Produktionsland. L steht an der Stelle für Malaysia. Die 8 steht für das Produktionsjahr, also 2018. Die zwei Ziffern danach, also in dem Fall 30, 30, ist die Produktionswoche, also 30. Produktionswoche an der Stelle. Und F001 ist dann die, ja, individuelle Kennzeichnung. Und damit haben wir hier die Batch 001. Hoffen wir, dass er dann auch entsprechend erstklassig takten kann. Und ja, dann würde ich sagen, montieren wir das Ganze in dem Asus Z390i. Auf geht's! So Leute, Trident Z RGB ist installiert und ihr seht schon, das ist die 3600 MHz Variante, die eben ja Ryzen-kompatibel ist und die ich auch mit dem 2700X verwendet habe. Entsprechend ist das Ganze dann auch ein sehr schöner Vergleich, 1 zu 1 den Arbeitsspeicher zu verwenden, sozusagen das Beste, was bei Ryzen möglich ist, 3600 MHz hier in diesem Board zu verwenden, zumindest für den Anfang. Denn dieses Board supportet 4600 Megahertz, ja. Es gibt ein Kit von G-Skill, das witzigerweise exakt dieselben Timings hat wie dieses Kit hier, ja, 18, 22, 22, 42, nur nicht mit 3600 Megahertz, sondern mit 4600 Megahertz. So. Und wir werden natürlich, um sozusagen die Ergebnisse auf einem Level zu halten, entsprechend den 3600er hier jetzt mit dem Setup verwenden. Ich finde diese Combo, ja, ihr seht, der Arbeitsspeicher und das Heatsink auf einer Höhe wirklich sehr, sehr gelungen. Natürlich muss man entsprechend einen Kühler haben, der hier sich schön in dieses Quadrat einschmiegt, ja. Wir haben hier natürlich die Acetec 545 LC, also die 92 mm Ayo-Form. Also das Prachtstück hier. Und ja, ich denke mal, das wird hier irgendwie reinpassen, ja, so in etwa könnt ihr euch das vorstellen. Werde ich entsprechend gleich anbringen und dann testen, ob hier so ein 92 mm Radiator tatsächlich hier die 8 Kerne, 16 Threads entsprechend kühlen kann. Ich bin gespannt. Der 2700X hat bei 4,1 GHz schlapp gemacht
und mal sehen, was hier der Intel kann. Also, auf geht's. So, Freunde, so sieht das Ergebnis aus. Ich bin echt zufrieden, also kann man nicht anders sagen. Die Asetek 545 LC passt hier wirklich wie angegossen an dieses Motherboard. Sehr, sehr nice. Gefällt mir richtig gut. Sehr minimalistisch, vor allem solange keine Lichter an sind. Macht einiges her. Und ob hier das kleine Ding diesen Mordsprozessor hier kühlen kann, werden wir gleich herausfinden. Also auf geht's. Ich habe jetzt das ganze Testbench. Ja, es ist wirklich ein bisschen janky zusammengeschustert hier mit der 545 LC von Asetek, also der 92mm IO. Alles hier so ein bisschen zusammengeschustert, aber wir wollen jetzt erstmal herausfinden, wie der i9-9900K, ja, erstmal im Stock, ganz normal, ab Werk sozusagen, taktet, was für Werte wir im Cinebench raushauen können und wie das Ganze so im Vergleich steht zu zum Beispiel dem i7-7820X auf 4,7 GHz, den ich bereits für euch vorgestellt hatte im OC, und dem Ryzen 2700X, den ich übrigens auch mit derselben Wasserkühlung getestet habe, mit demselben RAM und mit derselben SSD. Also das Setup ist exakt gleich zum Ryzen Setup. So, den Ryzen konnte ich auf 4,1 GHz hochtakten, mehr war bei dem Ding nicht mit drin. Temperaturtechnisch war es natürlich auch am Limit relativ stark von den Temperaturen her, aber stabil und eben 4,1 GHz. Also ich würde sagen, bei einem 2700X ist das guter oberer Durchschnitt, würde ich sagen. Also die wenigsten von den Chips schaffen dann tatsächlich All-Core 4,2, 4,3 GHz. Das sind wirklich schon fast Silicon Lottery Golden Sample sozusagen. Und ja, es wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich die Asetek 545 LC hier in dem Setup schlägt, wie viel wir im Stock ganz normal von den Temperaturen her bekommen, was für ein Cinebench-Score und ja, was für Temperaturen hier tatsächlich möglich sind und dann anschließend im OC, also Overclock, bei 5 GHz, 5,1 GHz, das peile ich zumindest an. Dürfte hoffentlich möglich sein, ansonsten sehe ich dort keinen Grund, jetzt tatsächlich dieses Geld, ja, 600, 700 Euro für einen i9-9900K zu zahlen. Ich sehe allgemein darin sehr, sehr wenig Sinn. So viel Geld auszugeben, um die 8 Kerne und 16 Threads zu bekommen, habe ich hier für mein privates System den Ryzen 2700, sogar ohne X, ja, da ist er, habe ich für 240 Euro geschossen. 240 Euro, Leute. Für einen 8-Kerner mit 16 Threads, der genauso laufen wird wie einen 2700X, den ich bereits in dem Setup getestet habe. Und wenn man das dann zu diesen 600, 700 Euro im Vergleich stellt, dann fühlt sich das echt sehr, sehr madig an. Und ja, für alle, die es interessiert, so im Small Form Factor Bereich, sei es jetzt das Dancase A4 SFX, ja, das, was ich verwenden werde, ist natürlich die IO hier, die 545 LC von Asetek, wirklich eine interessante Möglichkeit, diesen Chip zu kühlen. Ob es dann tatsächlich praxisnah ist, werden wir sehen. Aber ich habe hier noch den C7 von Cryorig und das Ding hier ist auch eine sehr kompakte Luftkühlung, ein Topblower, der einerseits für AMD und auch Intel kompatibel ist. Und dementsprechend werde ich dann auch den i9-9900K heute damit einfach im Vergleich testen und schauen, wie groß der Unterschied zwischen der Asetek Wasserkühlung hier tatsächlich ist und ob sich der Aufwand, der Preis tatsächlich lohnt, hier so einen Wasserkühler in so ein kleines kompaktes System zu integrieren. So, eine Menge Tests zu machen, also 92mm Radiator und Asetek C7 mit dem i9-9900K. Das ist der Plan. Und ja, ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen wird, also lasst euch auf jeden Fall überraschen. So, Freunde, wir sind jetzt ganz normal im Windows drin und haben sämtliche Einstellungen auf Standard belassen. Alles Stock, so wie das Ganze ab Werk kommt.
also auch im BIOS keine einzige Einstellung verändert, nur im Windows-Betrieb den Energiesparmodus auf Höchstleistung gestellt. Dementsprechend sehen wir hier auch, dass wir auf den Kernen überwiegend hier im Boost eben die zwei Kerne oben etwa 5 GHz angewendet bekommen und die restlichen eben auf 4,7 GHz Takten. Witzigerweise wechselt der Kern, der die 5 GHz übernimmt, ab und zu mal. Also es wird immer mal wieder zwischen den Kernen gewechselt. Das heißt, jeder dieser Kerne hatte inzwischen schon 5 GHz einmal getaktet. Und das ist schon mal ein relativ guter Indikator, würde ich sagen, dass keiner der Kerne zu schwach war. Was für eine Kernspannung haben wir? Gerade 0,666 Volt, 0,737 Volt. Also krass wenig. Wie viel hier für alle Kerne laufen jetzt gerade über 4,5 GHz, ja? Und dort 0,6 Volt zu sehen, 1,05 Volt, 0,7, also wirklich beeindruckend, wie gut sich dieser Prozessor jetzt hier gerade tatsächlich taktet. Temperaturen könnt ihr hier sehen, Minimalwerte von 27, 26 Grad, anliegend, wirklich sehr, sehr entspannte und gut vertretbare Temperaturen, die hier tatsächlich auf diesem Motherboard ermöglicht werden. Mit der Acetec 545LC, ja, also ein 92 mm Wasserkühler, so ein kleiner Radiator, und er ist auf jeden Fall schon mal in der Lage, hier den i9-9900K im Stock ohne Probleme runterzukühlen. Wir werden jetzt auch einmal den Cinebench Run laufen lassen und uns dann die Temperaturen anschauen. Also auf geht's! Was man jetzt hier relativ nett feststellen kann, ist, dass das Ganze hier sozusagen im Auto, im Stock, sich immer weiter runtertaktet, denn das Ganze ist sehr stark an die Temperaturen gebunden. Was aber positiv anzumerken ist, dass die Temperaturen mit der Acetec 545LC niemals über diese 60 Grad Celsius rübergegangen sind. Hier 61 Grad, okay. Aber dann wieder sich sehr schnell und sehr gut fangen. Was festzustellen ist, dadurch, dass wir jetzt noch keinen manuellen Overclock angewendet haben, ist eben, dass wir von fast 1900 CB, also im Cinebench, nach dem dritten Mal schon bei 1816, also schon die 1800 ankratzen. Das ist natürlich der Regulation durch Intel hier zu verschulden und dementsprechend werden wir das Ganze auch gleich manuell. Also erstmal auf 5 GHz festzurren und dann sehen wir, was hier dann im Cinebench und von den Temperaturen möglich ist. Aber wie bereits gesagt, seht ihr, dass der am niedrigsten taktende Kern bei 4,2 GHz runtergetaktet wurde, um eben ja, im 95 Watt Limit sozusagen zu bleiben. Was aber in meinen Augen komplett vertretbar ist, vor allem mit den Temps, mit der 92 mm IO und der Leistung, klar, 1800 CB sind jetzt hier kein Weltwunder. Das ist eine 600, 700 Euro CPU. Verglichen mit dem Ryzen 2700X, der gerade einmal die Hälfte bis sogar manchmal zumindest der 2700er ein Drittel kostet und mit einem leichten Overclock auf 4 GHz, 4,1 GHz ebenfalls die 1800 CB hier ohne Probleme knackt, ist zumindest der Intel-Prozessor hier an der Stelle in meinen Augen geschlagen. Kann man nicht anders sagen, aber das war natürlich jetzt hier alles auf Stock belassen. Das heißt, er schafft es zwar, sich zu behaupten, kann man nicht anders sagen, aber gegen einen übertakteten Ryzen 2700X schaut er schon so ein bisschen schäbig aus. Aber ja, zumindest die Temperaturen und der Takt sind wirklich richtig, richtig schick. Und wie bereits gesagt, eine CPU mit einem K dahinter gehört übertaktet. Und das werden wir jetzt machen. Das Einzige, was wir jetzt verändern werden gegenüber dem, was wir vorhin eingestellt haben, ist beim AI-Tweaker natürlich die Core-Voltage, also die Kernspannung hier ein bisschen anziehen. Und zwar von dem Autowert, der mit 1,234 wirklich ja doch relativ klein bemessen ist. Also wenn man bedenkt, dass der 8700K im Durchschnitt mindestens 1,3 Volt gebraucht hat, um 5 GHz All-Core Stable zu bekommen. 1,234 für 8 Kerne,
5 GHz ist ja wirklich ein bisschen optimistisch gedacht von dem guten BIOS. Also wir gehen hier nicht auf Auto, sondern Manual Mode und setzen dort einmal 1,3. Ganz entspannt, dass wir auf 1,288 Volt sind. Das Ganze dürfte dann, wenn wir im Load sind, so bei, sagen wir, 1,3 Volt hochgehen. Ja, also wir sind immer noch relativ niedrig von der Kernspannung, haben aber trotzdem den 5 GHz Overclock angewendet. Und ja, mal schauen, was sich die CPU jetzt gleich an Temperatur und ja, Strom sozusagen verabreichen wird. Okay Leute, das war jetzt wirklich sehr interessant. Wir haben 5 GHz erstens einen schönen stabilen Cinebench Load hinbekommen, gingen auf 1,27 Volt runter von 1,288, die es hier ausliest. Wir hatten 1,3 Volt angegeben gehabt im BIOS und ja, 5 GHz sind komplett stabil geblieben, also da hat nichts irgendwie runtergetaktet. Ja, temperaturtechnisch bin ich sehr beeindruckt, was hier die Asetek 545 LC tatsächlich über die Bühne gebracht hat. Wir sind, wie bereits gesagt, bei um die 40 Grad Celsius im Idle. Wir hatten hier 37 gesehen, also 37 bis 40 Grad so eingependelt ungefähr mit 5 GHz. Ja. 8 Kerne, stellt euch das vor, 16 Threads ist wirklich, ja, sagen wir es so, schon eine Hausnummer, dass wir hier mit einem 92 mm Radiator, 92 mm Low-Profile Lüfter, so eine Leistung unter 90 Grad hier sehen, fast 80 Grad, ja. Hier haben wir den höchsten Temperaturwert sozusagen bei Kern 6 von 79 Grad. Der höchste Kern allgemein lag hier bei 88, aber noch nicht mal die 90 hat er hier tatsächlich erreicht, ja. Und das ist wirklich fast schon absurd, dass hier so eine kleine Wasserkühlung diese 5 GHz stabil über die Bühne bringen kann. Und nicht nur das, nachdem wir jetzt hier einen festen V-Core eingestellt haben und einen festen Takt, auf dem die CPU laufen soll, seht ihr, dass wir auch direkt ja einen richtig schönen Cinebench-Score hinbekommen. 2145 und zum Stock, ja, beziehungsweise zum 2700X, denn nichts weiter war das Ergebnis von dem Stock-Ergebnis, was ich halt vorher rausbekommen habe. 1800 bis 1900 CB, die es im Stock sich bewegt, je nachdem, was die Temperaturen gerade zulassen, haben wir hier entweder 300 bis tatsächlich fast 400 Punkte, die man hier tatsächlich rausholen kann. Also 300 bis 400 Punkte im Cinebench sind natürlich gewaltig, die dann diese 5 GHz mit 8 Kernen und 16 Threads hier an den Tag legen. So, und jetzt müssen wir das Ganze nur noch schön für den Prime stabil bekommen. Das wird jetzt eine kleine Herausforderung und zwar müssen wir ja trotzdem noch im Rahmen bleiben, was hier den V-Core angeht, aber wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Saft, den sich die CPU genehmigen kann. Ja, wir haben jetzt manuell 1,3 eingegeben und ich glaube, wir gehen hier einfach mal auf 1,32 oder 3,3. Sagen wir 1,32. Ja, wir wollen es erstmal ein bisschen lockerer angehen. Und so ist jetzt das Einzige, was wir machen werden. Einfach ein bisschen die Kernspannung erhöhen, um Stabilität zu gewinnen. So, das Einzige, was sich jetzt verändert hat, ist hier eben die 1,3 Volt, die ausgelesen werden. Denn wir haben 1,32 Volt mit dem LCC von 6 angewendet. 1,3 Volt sollten hier jetzt hoffentlich ein bisschen mehr Stabilität reinbringen und vielleicht auch den Cinebench-Score ein bisschen höher ausschlagen lassen. Also schauen wir mal, was möglich ist. Wir hatten anfangs auch so um die 2140 CB, also mit 5 GHz All-Core. Der Wert hier droppt so ein bisschen auf 1,288, 1,29 Volt runter,
Also der V-Drop ist real, aber bleibt trotzdem stabil. Und ja, Temperaturen ganz knapp unter TJ Maxx. Jetzt nach 3-4 sehr, sehr schnellen Durchläufen hoffe ich, dass das Ganze jetzt ansatzweise Prime Stable ist. Okay, ein einziger Kern ist bis jetzt ausgeschieden. Das heißt, wir sind wahrscheinlich immer noch zu niedrig von der Spannung. Oder haben wir hier den TJ Maxx gesehen? Also zugegeben, sehr, sehr nah, sehr, sehr knapp hier an den 100 Grad Celsius, die hier bei 5 GHz im Prime natürlich mit Small FTTs und einem Custom Run erreicht werden, ist selbstverständlich, ja, das sah bei meinem X299 Prozessor selbst mit D-Lit, also dem i7-7820X, nicht anders aus. Der ging sogar bis 105 beim Max, denn dort lag das TJ Maxx bei 110, ja, habe ich im BIOS angepasst gehabt. Bei 1,34 Volt müsste es einen V-Drop auf 1,32 haben und dann auch jeden der Kerne zufriedenstellen. Es schmiert auf jeden Fall nicht ab, was schon mal ein guter Indikator dafür ist, dass wir sehr, sehr nah am stabilen Takt sind. Also das Einzige, was wir jetzt machen werden, ist auf 1,34 Volt gehen. So, und so wie ich gesagt habe, 1,32 Volt scheint jetzt tatsächlich die Stabilität in Prime reingebracht zu haben. Ja, wir sind zwar gerade erst bei 4 Minuten angekommen, die das System jetzt hier bei 5 GHz All-Core läuft, aber nichtsdestotrotz hat sich das Ganze schön stabil eingependelt und ich bin der Meinung, dass das Ganze auch in 45 Minuten ohne Probleme so weiterlaufen wird. Und das ist wirklich krass. Also wir sehen hier, die Temperaturen bewegen sich so im unter 90 Grad Bereich, also gerade so zwischen 70, 80 Grad. Und ja, das ist wirklich erstaunlich mit 5 GHz. Ja, ich werde das Ganze jetzt einfach mal stehen lassen und schauen, ob hier die 8 Kerne und 16 Threads immer noch weiter gewährleistet bleiben, nachdem wir das Ganze so gute 45 Minuten hier laufen lassen haben. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann sehen wir uns gleich. So, Freunde, ich wollte mich einmal kurz bei euch zurückmelden. Ich habe jetzt das Ganze gebencht, ja, Prime 95 auf 45 Minuten stabil bei 5 GHz All-Core mit der Acetec 545 LC 92 mm IO. Ja, so sah übrigens hier mein Bench-Setup aus. Also sehr provisorisch angemerkt, aber nach 45 Minuten Prime kann ich hier die Hand drauflegen. Ja, deutlich spürbar warm. Aber ich verbrenne mich nicht jetzt krass oder so. Also es ist definitiv spürbar. Ja? Diese Temperatur sagt, okay, das war Prime. Aber was ich beeindruckend finde, ist, dass das Ganze wirklich stabil war. Trotz der Mini-IO und dass das Board hier sich wirklich so wunderbar übertakten lassen hat. Und als nächstes geht es dran, etwas noch Verrückteres zu machen. Ja, ja, nachdem wir eine 92 mm IO getestet haben, wird es nämlich Zeit, den Cryorig C7 zu testen. Ja, einen Low-Profile-Kühler mit einer TDP, ausgeschrieben auf 100 Watt etwa. So, rein theoretisch. War jetzt Stock der i9-9900K kein Problem. Das Ganze läuft halt bei 95 Watt, taktet aber auch entsprechend im Cinebench auf, sagen wir, 4,5 GHz runter. 4,2 GHz. Ist immer noch richtig heftig mit den 1800, 1900 so, in denen sich das bewegt. Aber bei Prime, also bei einem dauerhaften AVX-Load, sind es dann halt schon 4 GHz gewesen. So, nachdem wir das manuell übertaktet haben, sah man nicht mehr allzu viel von diesen entspannten 60 Grad Celsius. Ja, denn dann sah man eher was in die Richtung wie 80, 90 Grad. Sehr knapp an dem TJ Maxx, aber 5 GHz stabil. Von daher will ich mich wirklich nicht beklagen, aber es interessiert mich brennend, ob der Cryorig C7 hier das Biest von dem i9-9900K tatsächlich kühlen kann. Ich werde jetzt auf jeden Fall den Cryorig C7 testen und dann sehen wir uns, nachdem wir das Ganze jetzt hier gleich auch einmal ausprobiert haben. Bis gleich!